oder so. Oh, ich bin durchs Wasser gegangen. Naja, egal. Der sich gerade verwandt. Nee, wo bist du? Nee, ich komme gerade nach. Da ist ein Priester. Ihr habt Akarios entdeckt. Akarios, ich hab grad irgendeine Quest abgegeben. Ja, habe ich gesehen irgendwie. Kalios Ruf habe ich bekommen, gerade die Quest. Polinia, keine Ahnung. Bericht an Polinia. Ich habe hier einen Bericht aus der Akarios Ebene. Blablabla, okay, so, das ist schon mal gut. Ich will jetzt erstmal eine Fähigkeit. Jetzt führst du sogar von der EP her. Ich weiß nicht warum. Na, weil ich diese Schnüffler-Quest schon gemacht habe. Ah, super, damit ich noch hinlatschen. Oh, was habe ich denn jetzt für Quest bekommen? Ach, schon vorrangig, die ich dann später bekomme. Kommst du nochmal mit Schnüffler töten? Ja klar, helfe ich. Scheiße. Bist du? Hast du die Quest von dem Koch da auch schon angenommen? Den Koch? Er steht da drüben bei den Ständen. Ja, ich muss erstmal. Ja, Lebensmittelhändler. Was ist denn? Wo ist denn hier Kriegerausbilder? Nein, der ist nicht. Der Kriegerausbilder wird ja nicht in der Kirche sein, nee. Kirche. Kirche. Wir nehmen noch auf. Das heißt, wir haben noch keine 15 Minuten rum. Nee, ich hab's. Also wir machen jetzt aber doch ein Let's Play, war. Ja, ich hab's ausgestellt. Nee, wieso machen wir ein Let's Play? Also schneidest du zusammen oder was? Ja, Mama. Ja, wird was schon sehen, wie es wird. Gegenstände verkaufen. Ach so, ich habe ja Gegenstände gefunden. Hier, mal sehen, vielleicht habe ich was für dich. Ach nee, Kettenausrüstung, das ist sicherlich. Ich irgendeine Keule habe ich irgendwo gefunden, aber. Könntest du mir vielleicht mal gucken, ob ich. Streitkolben der Ebene. Also wie viel Schaden machst du? Ich könnte dir für deinen Stab könnte ich dir Präzision geben. Ich habe keinen Stab, ich habe ein Buch. Ja, im Buch kannst du da, hast du da einen freien Platz drin? Da muss man gucken, bei P irgendwie. P-Info muss so ein. Ja, da ist so ein freier Platz, dann handle ich mal mit dir. Handle ich mal mit dir. Kannst du mir die Keule geben und ich gebe dir für diesen Präzisionsstein, den kannst du dir da reinziehen. Ihr seid Starter und könnt keine Questgegenstände mit anderen Spielern handeln? Das ist so ein Questgegenstand. Weißt du, wenn ich ihn rausschmeiße und du nimmst ihn auf? Nee. Nee, da steht zerstören. Okay, dann lassen wir das mal. Du könntest mir sicherlich dein Dings geben, aber. Oh, hier ist ein Söldner-Zauberbuch. Ich meine, ich habe 2000 Gold und das hier macht 25 bis 29 Schaden. Meins macht 20 bis 23. Okay, die Hose hebe ich auf jeden Fall aus, aber das. Den. Schnüffler-Zeug, das kann ich verkaufen. Ist für mich überhaupt Rüstung? Kann man ja auch Rüstung kaufen? Ja, rechts ist der Rüstungs. Rändler. Lasst euch ruhig Zeit. Ah. Mit einer Stifte. Jetzt fliegt ein Flugzeug über uns. Super. Ach so, ich habe ja noch ja genau. Ach doch, ich habe eine. Super, ich kann nichts davon kaufen. Kettenhemd, eine Kettenhose habe ich. Nein, es ist nur Stoff, irgendwas. Nee, das bringt mir nichts. Ach so, Lederkette hier kann ich auswählen. Schild, nee, ich will eigentlich Damage Dealer machen. Manu. Also ich mache jetzt hier dieses Söldnerbuch rein. Macht 6 mehr Schaden, Wahnsinn. Gehabt euch wohl. Okay, ich hole mir erstmal nichts Neues. Super, jetzt hier ist der Speerausbilder. Was? Hier ist der Speerausbilder, aber den Kriegerausbilder habe ich noch nicht gefunden. Erstmal hier Stufe 3 zurückgelassen ist irgendwas. Gemischtwarenhändler hier. Annehmen. Ich hole den Wein. Ach, da muss ich Wein holen. Im Laden aber erster Level irgendwas. Hier kleine Machtscherben, 50 Stück, 250 Gold. Mal sehen, brauchen wir vielleicht später eher als jetzt. Was habe ich denn hier bekommen? Kleines Erholungsserum. Natürliche TP-Regeneration wird um 2 Punkte. Oh, ja. Danke, dass Sie mich beerdigt. Also so ein Erholungstrank halt. So, der Lebensmittelhändler. Gucken, was der verkauft. Ja, also so Gerichte zum Essen. Tragen von Ausrüstung. Irgendwas. Ja. Guck mal, ich habe ein Blatt über meinen Kopf, weil es regnet, ja. Echt jetzt? Guck doch. Ich nicht. Ich. Ach doch, ich auch. Sehr cool. Kommst du? Was?
Du kommst. Abenteuerhandbuch, diese Umfrage, was hast du auch da, guck mal. Seid gegrüßt, Kind. Diese Umfrage kann nur einmal erhalten werden, wenn ihr Belohnung mit einem anderen Charakter erhalten wird, müsst ihr Umfrage schließen, wenn ihr X-Richt. Eine körperliche Stimme, einfach ausfüllen. 50 normale Schriftrollen des Laufens erhalten. Interessant. Das ist eine körperlose Stimme, ja. Hab ich jetzt gemacht? Ah, erst mal in Itemshop gegangen. Was bei dem Verband Heilungsfähigkeit verwendet, kann nicht direkt benutzt werden. Okay, und ich habe irgend so ein Kraut, dieses so Hanf, weißt du? Das habe ich auch, das ist diese Aria-Pflanze da. Die müssen wir außerdem sammeln. Normale Schriftrolle des Laufens. Hör auf mich zu kitzeln. Ach, das ist der Fuß. Wie kommt der da hoch? Geschwindigkeit wird für... Ey, mein Handy hat sich so aufgehangen, es hätte sich selbst im Runterfahren halt aufgehangen. Ey, guck mal, ich bin ganz schnell, ich habe Schriftrolle des Laufens verwendet. Also gehen wir jetzt zu den... Ich brauche jetzt erstmal meinen Lehrer, wo ist denn der? Das kriege ich aus, bitte. Ich gehe schon mal hier töten. Ich bin hier, um meine Fähigkeit zu erlernen, Bilder. Okay, was... Muss ich aber noch kaufen. Meinst du? Ja, natürlich. Steht doch, dafür geht's auch ein Tutorial. Schöner Tag, war? Fähigkeitshandbuch. Ja, guck ich mir mal an. Von einem Klassenausbilder könnt ihr Fertigkeiten kaufen. Super, jetzt mache ich Heilung. Nee, kurz, das geht eigentlich, das kriege ich selber. Kaufen, Handbuch. Robuster Hieb. Kaufe ich das mal. Schildabwehr. Erhöht Blocken um 500. Oh, ist das hier warm. Blocken um 500, Abwehr um 10%, Betäubungswiderstand um 500. Die Fähigkeit wird deaktiviert, sobald eine andere Fähigkeit verwenden wir können. Nehme ich einfach mal das mit TP erhöhen. Nee, das brauche ich ja noch nicht. Kaufen für 200 noch das Gold. Habt euch wohl. 65? Ja. Ach, Stufe 5, okay. Schildabwehr. Was zur Hölle? Ach ja, hier. Fähigkeiten. Schildabwehr und robuster Hieb ist aktiviert. Irgendwie eine Aktiv-Passiv-Fähigkeit. Die immer anders. Okay, weiter geht's. Ich mach die auch nicht von hier, diese komischen Schnüffler. Ja, was ist nur... Was erwartest du auch? Mit Muranis sprechen, mal gucken, ob der habe ich auch, aber ich mache erstmal ja die Schnüfflerplage da. So, ich... Ja, naja, dann muss ich dir halt helfen, weil ich will, dass wir das zusammen machen. Ich suche noch diese... Ich muss ja hier mal... Ich bin ja vorhin... Einfach abgehauen. Nee, nicht... Da... Nicht Langnasenschnüffler. Du musst hier... Komm mal mit, komm mal hinterher. Wo bist denn du? Ja, frag ich mir mal. Hier sind die auf dem Feld, die Kornschnüffler. Irgendwie habe ich nur Passivfähigkeiten bekommen. Über Ketten im Fertigkeitenfenster. Ah. Ketten im Fertigkeitenfenster. Super. Ah. Robuster Hieb ist doch eine aktive Fähigkeit oder wie? Gewähltes Ziel. Wieso geht das nicht? Das war meine Eiskette. Sieht ja so geil aus. Ach so, da brauche ich eine, muss ich eine Kette. Obwohl, wenn ich meine Eiskette benutze, sind die verlangsamt. Das ist mal bestimmt sehr praktisch bei schnellen Gegnern. Ja. Ach so, ich muss erst die erste Attacke machen, dann kann ich die zweite Attacke machen. Ah, das ist cool. Okay, also so kombomäßig, ja, das kenne ich aus anderen Spielen. Hast du schon solche Schwänze? Wie viele brauche ich denn? 4. Man, irgendwie ohne Fähigkeiten ist das total langsam. Okay, ich habe bis jetzt noch keinen gekriegt, weil die irgendwie immer kaputt gegangen sind. Mann, bist du stark.
Warum? Was ist also, boah, ich kann es nicht aufnehmen, weil du ihn weil ich keine Ahnung, warum ich. Irgendwie ist das gerade total versetzt gewesen. Also Internet hat gerade Probleme. Ja. Ich habe nie auf OK gedrückt, deswegen. Ich vergesse immer auf OK zu drücken. Hast du das auch mit diesen Kombinationsfähigkeiten? Nö, vielleicht bestimmt, aber. Schön, dass der automatisch schön läuft. Ich dachte jetzt schon, ich muss den ganzen Weg laufen. Die Schnüfflerplage. Man hat hier unten ja auch eine Minikarte, sehe ich gerade. Ja, das wollte ich nicht. Sorry, Leute, bin gerade auch auf den Item-Shop gekommen. Ja, so geht das hier die ganze Zeit weiter. Kornschnüffler töten. Kein gutes Entertainment hier. Wir müssen mal ein bisschen aktiver sein. Präsentativ. Präsentativ, aber nicht aktiv. Ja. So formuliert man das also heutzutage. Kornschnüffler. Ich weiß gar nicht, wieso ich das noch mache. Bist du jetzt fertig mit der Quest? Ja. Lass uns mal machen mit Morares reden, oder? Machst du ja deine Heilfähigkeit. Ja. Vielleicht kannst du ja auch irgendwann mal heilen, dann können wir ja. Dann wird ich bin kein Priester. Gehen. Du kannst sicherlich trotzdem als Magier auch heilen. Nein, das können nur Priester. Boah, weißt du das jetzt schon? Das habe ich schon geguckt. So. Ich glaube, sonst hätten die Klasse Priester außerdem rausgenommen, wenn Magier das können. Ich kann irgendwo hier Obelisken anbinden. Schön, dass du weißt, wo es lang geht. Ich habe irgendwo hier 500.000 Quests. Klionasee entdeckt. Da oben, da vorne bis Moranis. Ich springe die ganze Zeit. Seht ihr nicht, dass ich zu tun habe? Stufe 3 Fortschritt. Der Kerubin-Bedrohung. Was? Die Kerubin-Bedrohung. Mann, Auftrag. Was für ein Auftrag. Oh. Die Kerubim haben Argas Farm überrannt. Die Landarbeiter sind geflohen und die Farm ist mein Gott. Wahnsinn. Heute Zeit versetzt. Ich höre. Ich kümmere mich sofort darum. Oh, was ist das denn? Ein Braunborsten Braxy. Darf ich mal angreifen? Die sind ja nur Level 3. Ich schätze mal, wir greifen 1 zu 2 an, oder? Ja. Yeah. Super, wie du mir geholfen hast. Ja, ich mach den ja. Die Viecher sehen aber cool aus. Gut gestaltet. Oh, mein Auge juckt. Korthorn Kerubin besiegen. Mal sehen, wo die sind. Die sind auf dem Feld. Irgendwo auf dem Feld und nicht im Wasser. Ich bin fast Level up. Kurzhorn, ja. Ach ja, lass mal sammeln. Das wollen wir auch, kann ich das auch mal nicht. Ey, der Typ hat schon ein Schild. Obwohl, der Typ ist auch total stark, der hat den Free Hit gemacht. Der ist auf Level 7. Oh. Mann, das wird ein Misserfolg. Oh puh, zum Glück habe ich es noch geschafft. Sammlerfertigkeit wird auf 3 Punkte aufgewertet. Das kann man dann nicht beeinflussen, oder? Doch, um mir durch irgendein drücken. Ein Kurzhorn, Kerbin, Kerub. Kleine Fokusperle. Physischer Angriff wird um 2 Punkte und Magieverteidigung um 10 Punkte für 15 Minuten erhöht. Mensch, ich kotze das. Ich nehme das jetzt einfach. Ich kotze das nämlich immer an, dass ich immer so viel Buff-Zeug so in meinem Inventar rumliegen habe. Binke Bescherer. Super, das wollte ich gar nicht. Jetzt heile ich mich hier. So.